Juhe, juhu, zum schönen Wetter gehört auch Sonne dazu. Und die kalten Temperaturen sollen endlich einmal Schnee von gestern sein. Am Wochenende, die große Wetterwende. Heute nochmal kalt, neblig, kreislig, alle Mündner sind winterdepressiv und schauen recht deppert. Husten der Schnupfer, der so keiner freut sich mehr. Und selbst beim Sex triffst die Darbietungen in die Schlafzimmern. Wurde prognostiziert. Ja, ja, alles wird statistisch ausgerechnet. Beim schönen Wetter sind Leute gut drauf, lachen mehrer, trinken mehrer, fegeln mehrer, alles wird wieder viel intensiver, viel liebevoller gestaltet. Junge Dame macht auch schon einen Termin fürs Wochenende aus, gell? Jawohl, genau, sie hat auch schon im hungrigen Zustand erwartet sich einen leidenschaftlichen, die nächste. Alle sind wollend und freuen sich schon auf ein Wochenende, wo es endlich einmal wieder die Geil durchgelassen, wo es über ihre Körper die Mannsbilder ertragen, weil endlich wird's Frühling. Kalendarisch ist es ja schon quasi seit heute, aber ab Wochenende können wir uns blitzblank in die Frauen einschmeißen, weil es wird schöner, es wird wärmer, die Sonne scheint und wir sind wieder in bester Stimmung. Und in bester Stimmung sind auch unsere Münchner Löwen. Ab sofort wird wieder gerechnet, Tabelle wird wieder rauf und runter, dividiert und addiert und zusammengerechnet und abgezogen und aufgerechnet. Was wird? Der Aufstieg ist nach wie vor, der dritte Platz, der Relegationsplatz ist nach wie vor ein Thema. Aber ich darf jetzt einmal sagen, Löwen, der jetzt den ganzen Rechenschirmer, die ganzen Rechenmaschinen hinten ins Ecker rein, spielt einfach Fußball, so wie in Braunschweig, spielt einfach locker, lässig am Sonntag und lasst euch ja nicht einreden, dass wir einen Allianzfluch hätten. Wir fahren am Sonntag um 13.30 Uhr in die Allianz Arena, ungefähr 30.000, darf ich jetzt einmal sagen, und erwarten ein kampfstarkes, spielbetontes, siegreiches Spiel für unsere Münchner Löwen. Ganz einfach, gewinnen, das Maul halten und dann können wir rechnen. Nicht schon wieder rechnen. Zwei aufreißen und blöd spielen. Das ist eine Regelung, die wir nicht mehr brauchen. Wir wollen am Sonntag Fußball spielen, gut spielen, gewinnen und dann das nächste Spiel in Sandhausen wieder gut spielen und gewinnen. Und dann schon langsam kann man mal wieder den Rechenschirmer und den Meterstab hervorzaubern aus dem Kastell und kann man fragen, kann das noch reichen? Ein Relegationsspiel gegen Augsburg, was super war, oder gegen Hoffenheim oder scheißegal, gegen jemand, aber vorher das Maul halten, Fußball spielen und gewinnen. Ganz einfach. Und jetzt gehen wir zum Positivsten. Am Wetter, wie gesagt, der Frühling kommt am Wochenende. Wir können eine Massal bei 6 Grad dringen am chinesischen Turm, können uns freien über die Münchner Löwen und fahren dann wieder ins Autoindustriegebiet, ich mit meinem Radl und schauen nach, ob meine lieben Damen wollend und auch liebestoll sind, weil dann frei ich mich auch. Das war's schon wieder. Kurz und bündig schon wieder eine nette Dame. Hallo, grüß dich Gott, schau hier, wie das Leben schön ist. Fesche Damen, liebevoll gestaltet. Was wollen wir mehr? Frühling kommt, Mädel kommt und kommt. Joho, johe, jawohl, die vertreibt sich auch noch ein bisschen. Guten Morgen, junge Dame. Das Leben ist erfreut, die wollen alle. Alle wollen Sex, guten Sex haben, jawohl.